Hallo und willkommen zu endlich einem neuen Let's Play Projekt. Ich bin TrueMG und wir spielen heute ganz offensichtlich, wie man es ja auch sieht, Pokémon Dawn von Mr. Prinz. Und mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Auf geht's! Vor dem Spielstart sollst du die Schriftart des Spiels installieren, was ich getan habe. Diese findest du im Ordner des Spiels unter Fonts. Dies gewährleistet eine klare Schrift im Spiel. Oh nein, klare Schriften sind gruselig. Normaler Modus oder Hardcore-Modus? Das ist blau, das ist rot. Rot erinnert mich immer an blutiges.png. Nehmen wir doch den Hardcore-Modus. Was auch immer das heißt. Entweder es ist der Schwierigkeitsgrad oder es sind Zensierungen. Achtung! Im Hardcore-Modus sind weniger Heil-Items zu finden als im normalen Modus. Außerdem kannst du im Hardcore-Modus nur insgesamt dreimal speichern. Was etwas ungünstig für ein Let's Play ist. Dafür wird es aber ein kleines Extra am Ende des Spiels geben. Dieser Modus ist nur für erfahrene Spieler empfohlen. Ja, ich bin aber kein erfahrener Pokémon Dawn-Spieler. Möchtest du das Spiel im Hardcore-Modus starten? Nein, ich nehme lieber den normalen Modus, den Weichei-Modus. RPG Stars oder RPG Stars präsentiert. Den 11. März 2000. Vielen lieben Dank fürs Präsentieren dieses Datums. Das ist also das berühmte Linz Pokémon Labor. Nein, das ist das Pokémon-Labor von Professor Eich. Ich erfülle mich doch immer wieder mit Freude, neue Pokémon-Trainer aufbrechen zu sehen. Es beginnt bereits sehr gruselig, denn aufbrechende Trainer ist echt Gore. Seine Entschlossenheit wird ihn sicher noch weit bringen. Na, wenn Sie es sagen, Professor Lind. Ach, der gute Professor Lind. Was auch immer er sagt, es wird schon stimmen. Bitte feuern Sie mich nicht. Ich denke, ich werde ihn feuern. Und in den nächsten Tagen wird ein Mädchen sich in Divia abholen. Ist bereits reserviert, bestellt und ist außerdem mit Steelcase. Ne, das ist das seltene in Divia. Mit Poster und Artbook. Ich bin sehr gespannt, wie gut sie sich schlagen wird, sobald sie ihr erstes Pokémon erhält. Aber das hat jetzt noch Zeit. Warten wir erstmal ab, bis Ethan von Mr. Pokémon zurückgekehrt ist. Tun. Ich frage mich, was er diesmal gefunden hat. Ja, wahrscheinlich Mr. Pokémon. Ach so, was Mr. Pokémon gefunden hat, nicht was Ethan gefunden hat. Wenn er schreibt, dass es etwas Großes ist, vielleicht eine Art Fossil oder gar eine Pokémon-Spezies. Wissen Sie, Herr Professor, wir haben leider keine Ahnung von Pokémon, deswegen lassen wir den Pokémon vervollständigen von Kindern. Also, ich hoffe, irgendjemand da draußen wird etwas herausfinden, damit wir endlich irgendetwas über Pokémon in Erfahrung bringen. Wir sind furchtbare Forscher. Ich kann es kaum erwarten. Oh nein! Um Gottes Willen, was soll das? Um Arceus Willen! Und was sieht's denn aus? Keine Sorge, ich werde sofort wieder verschwinden. Aber vorher... werde ich mir diese zwei Bälle nehmen. Oh, wie gut sie in der Hand liegen. Ich hab's mir lange überlegt. Ich nehme das hier. Halt, Kanimani. Halt! Du kannst hier nicht einfach ein Pokémon nehmen. Geh doch wenigstens durch die Tür. Was ich tue und lasse, ist meine Sache. Misch dich da nicht ein, alter Mann. Ich verziehe mich diesmal durch die Tür. Ist vermutlich viel komfortabler als das Fenster. Na, wenigstens hat er Anstand. Und wagt es bloß nicht, mich aufzuhalten. Ihr könnt die Map sowieso nicht wechseln. Das kann nur Professor Eich. Ich habe Kontakte zu Team Rocket. Das bekäme euch nicht gut. Ja, wenigstens ist das Antivir noch da. Schnell, rufen Sie die Polizei an. Ich werde Ethan benachrichtigen. Vielleicht heißt er auch Ethan. Und ist ein Edelgas. 18. März 2000. 3 Stunden verbleiben.
Es ist schön, dass wir so... Es ist schön, dass wir so gute Freunde geworden sind, Kadibadi. Drake heißt er also. Pah! 5000 Poké-Dollar für ein lausiges Bootsticket. Ich hätte einfach das Kanimani verkaufen sollen. Mit der Magnetbahn und Ukatia City wäre ich jetzt schon in Kanto. Oder mit einem Pokémon, das fliegen kann. Warum kannst du nicht fliegen, Kanimani? Kani! Und ich wäre billiger davon gekommen. Aber in Ducatia City sucht man bereits nach mir. Das wäre mir zu riskant gewesen. Aber auf diesem billigen Stück Blech nach Kanto zu fahren, ist auch nicht gerade das Wahre. Entschuldigen Sie, reden Sie da gerade mit sich selber über Verbrechen? Halt die Klappe! Kani! Kani-Mani! Jetzt treiben wir schon seit Stunden hier rum, ohne uns einen Meter zu bewegen. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Wird er unser Protagonist? Dann habe ich eine tolle Stimme gewählt. Was ist hier verdammt nochmal los? Was ist hier nur los? Kani-Mani! Kani! So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Du fragst dich sicherlich, was ich in Kanto will und warum ich dich aus dem Labor gestohlen habe, oder? Mani, Kani, Kani, Mani, Kani? Ja, ungefähr deswegen. Also gut, ich erzähle dir nun meine Lebensgeschichte. Ich muss dir erstmal was erklären. Mein Vater ist ein berühmter Boss einer großen Organisation. Besser gesagt, das Oberhaupt von Team Rocket. Zumindest war er das, bis er auf einmal spurlos verschwand. Und ich weiß nicht mal, was mit ihm passiert ist. Nun ja, er ist verschwunden. Einige sagen, dass er das Team Rocket damals auflöste. Andere sagen, dass er untergetaucht sei, um neue Pläne fürs Team Rocket zu schmieden. Mir ist das aber ziemlich egal. Das Team Rocket ist eh nur voller Versager. Mein Vater war der Einzige, der was drauf hatte. Und damit auch ich. Ich bin der Beste. Tja, 2 Jahre lang habe ich nichts mehr von ihm gehört. Bis er mir zu meinem 17. Geburtstag etwas schenkte. Er schickte mir einen Pokécom zu. Und das war's im Großen und Ganzen auch schon. Keine Geburtstagskarte und keine Mitteilungen, wie ich es vom Chef von Team Rocket erwarten würde. Ich bin so stolz auf meinen Vater. Noch nicht mal ein Anruf oder sonst etwas, wenn man mit einem Pokécom doch nur anrufen könnte. Vielen Dank auch, Paps. Und sein Telefon ist permanent ausgeschaltet. Wieso hat er nur das Ladekabel vergessen? Warum? Dann könnt ihr jetzt aus dem Nichts, aus dem Vergessenen anrufen. Ich weiß nur, dass sein letzter bekannter Aufenthaltsort die Arena von Vertania City war. Und da werden wir jetzt hinreisen. Sobald sich das Boot in Bewegung setzt, versteht sich. Deswegen nahm ich dich aus dem Labor mit. Weißt du, warum sollte ich eigentlich andere Pokémon fangen? Ich brauche nur ein einziges, richtig starkes Pokémon, das ich von Anfang an trainiere und nur das einsetze, damit es alleine die ganzen Erfahrungspunkte erhält. Und das mich auf meiner Reise begleitet. Nicht mehr und nicht weniger. Außerdem kannst du Surfer erlernen. Ich bin ja nicht mein offizieller Pokémon-Trainer. Kani! Aber ich kann verdammt gut Scheiben zerstören. Kani-Mani. Kani? Ich denke gerade über deinen Namen nach. Manche Trainer geben ihren Pokémon Spitznamen. Ich nicht. Und ich finde, Kani-Mani ist ein zu langer Name. Och. Entschuldigung. Irgendwas mit viel Pep. Er hat sicherlich irgendwas Geistreiches gesagt. Kani, Kani, Kani-Mani. Also, wie wär's mit dem Namen? Dragon der Rebell. Dragon. Hört sich doch mächtig an. Kani. Kein Dragon? Hier ist mit Killer. Unsere Feinde würden vor Angst schlottern und sicherlich nicht lauthals lachen, weil der Name so bescheuert ist. Kani. Was könnte denn zu dir passen? Du bist eine Art Reptil. Krokodil. Kroko, du hast Zähne. Der Krokodok, natürlich. Wie wär's halt mit Krok? Ist kurz, hat Pep und passt zu dir. Und Kani... Kann ich dich leider nicht nennen, denn das wäre zu offensichtlich. Kani, Kani Mani, Kani Mani. Gut, gut. Dann ist dein Name ab jetzt Krok. Kani, Kani. Tja, und damit sind mir die Gesprächsthemen schon ausgegangen. Ich habe immer noch nicht erklärt, warum ich dich geklaut habe. Achso, ja, weil er ein starkes Pokémon braucht, ja. Was ist denn hier nur los? Wir kommen gar nicht voran. Ich wollte schon längst in Kanto sein. Angeblich geht es vielen Leuten an Bord auf einmal nicht so gut und deswegen kann das Schiff nicht weiterfahren.
und dass die halbe Mannschaft erkrankt sein soll. Deswegen verzögert sich wohl die Fahrt. Aber der Captain meinte, dass es bald weitergeht. Vielleicht können wir das Schiff dazu bringen, weiterzufahren, indem wir alle Pokémon-Trainer besiegen. Ja, toll. Die Einkaufstour durch Prismania City kann ich denn wohl für heute vergessen. Hilft wohl nichts, hier rumzustehen und Leuten zuzuhören. Gehen wir zurück in die Kabine. Ich weiß, es gibt Gameplay, denn es wurde etwas von Heil-Items gesagt. Aber ein guter Plot macht ja das halbe Spiel aus. Sind wir nun endlich in Oranien? Jetzt sind wir angekommen. Oran, das sollte anders klingen, als ich gerade in meinem Kopf dachte. Hat ja auch lange genug gedauert. Komm, Croc, gehen wir von Bord. Auf epische Art und Weise. Kenny Money! Jetzt dürfen wir uns endlich bewegen. Hurra! So, schauen wir mal, was haben wir denn da so? Wir haben einen... Ja, eine Polizeisirene haben wir oben in der Mitte. Das ist schon mal ein Anfang. Ich bin ein Befürworter von Polizeisirenen, denn die erfüllen einen ganz spezifischen Zweck im Alltag. So, wir haben unsere Pokémon. Und das ist unsere gesamte Liste. 20 von 20 AKP, unser Kanimani, das anscheinend ganz gerne singt. Beutel, Beerentränke, Gegengifte, haben wir alles null und mehr werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen, denn diese Liste ist bereits jetzt wohl vervollständigt. Pokekommen! Papa, wen möchtest du anrufen? Papa, der Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später erneut. Ja, wenigstens haben wir seine Nummer. Oranien City. Ja, die Grafiken hier passen gut zusammen. So, dann haben wir noch ein Radio, wie es aussieht. Marana Lights. Farewell is my redemption Demo. Das war wunderschön. So, Suchlauf können wir leider nicht starten. Nö. Der Suchlauf ist wahrscheinlich die Liste dort unten. Jo, ja, seht ihr, da hat sich gerade der kleine Strich bewegt. Drake. Oder Drache. Drake, Drake, Dragon, Dragon, Drake. Jo, so, das sind definitiv Trainer, die wir besiegen sollen? Fragezeichen. Oder das sind Pummelifs von oben. Sichern. Option. Tastenbelegung, Grafikoption, Textbox ändern. Nein, ist alles prima so. Gut, weiter geht's. Im Mülleimer gibt's normalerweise irgendwas. Müll! Genau das gibt es meist in Mülleimern. Eine Menge Bücher, die wohl zum Überbrücken der Wartezeit dienen sollen. Damit kann ich nichts anfangen. Ich will Pokémon-Trainern eins auf die Nase hauen. Oh nein, jemand hat ein Buch gelesen! Ich wusste doch, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Und jetzt schlafen auch noch alle. So wird das Schiff nicht weiterfahren. Alter, was für eine abgefuckte... Scheiße, geht denn hier ab? Ich sollte gar nicht versuchen, mich zu zensieren. Tackle, Kanimani! Tackle! Was zum Teufel? Was macht er da? Ist er irre geworden? Sieht es für euch eigentlich auch immer so aus, als ob genau diese Figur, die kommt ja auch im Original-Pokémon vor, einen Helm tragen würde? Tja, wir können doch den ganzen Tag zusehen, oder? Du da! Wir müssen sofort vom Schiff runter! Frag nicht! Komm! Ich verstehe nicht, warum denn? Hier ist doch gar nichts passiert! Pokémon Dawn. A game by Mr. Prince. Sexy. Oh. Verdammt. Was ging denn da drin eben für eine Scheiße ab? Oh Mann. Das wüsste ich selber gerne. Und ich glaube, Vampire Stone beginnt langsam einzuziehen. Ich höre es doch. Ich höre es. Irgendwie sind die Leute auf dem Schiff durchgedreht. Und dann gab es dieses Massaker. Ich konnte mich irgendwie retten. War ewig lang in meiner Kabine.
bevor ich rausgerannt bin. Ob das damit zu tun hat, dass einige Leute an Bord krank wurden? Haben sie mich dazu gebracht, rauszurennen? Eine Krankheit? Krankheiten bringen doch keine Menschen dazu, andere Menschen zu fressen. Die waren doch total durchgeknallt. Und leider gibt's in dieser Welt keine Zombie-Filme. Es gibt nur Pokémon. Ja. Oh, verdammt. Und jetzt sind sie auch an Land. Was? Zombies? Zu Wasser? Zu Land? Demnächst noch in der Luft? Ja. Jemand hat ihnen Fliegen beigebracht. Ich habe vorhin aus dem Fenster beobachtet, wie die Leute an Land flüchteten und dabei von diesen Irren gejagt wurden. Diese Psychos lassen einen nicht los. Worte helfen da nicht. Ich habe gesehen, wie sie andere Menschen regelrecht zerfetzt haben. Ich spamme jetzt mal den ISIS-Gag, denn ISIS ist kein Gag. So, so. Wir werden sie ganz sicher nicht ins Leder gehen. Also mir. Hör zu. Ich habe hier in Urania City ein Haus. Da drüben steht es. Das mit dem grünen Dach. Lass uns schnell dahin. Da sollten wir sicher sein. Ich will nicht noch länger draußen rumstehen. Na, wenn du meinst. Ich heiße übrigens Simon. Ich bin Drake. Ist aber nicht so wichtig. Ich verpiss mich eh bald wieder. Okay, Drake, verpiss mich eh bald wieder. Folge mir. Ja, ich würde einfach weitergehen, aber... Kani Mani braucht seine Level. Shit. Das ist so einer. Ja, es ist kaum zu übersehen. Kanimani, Rutenschlag. Seine Fresse ist voller Blut. Hey, du, Pisser, stehen bleiben. Er ist schon lange stehen geblieben. Dann startete die Sequenz und... Naja, das ist halt die Eigenschaft von Sequenzen. Was ist denn los? Ups, Entschuldigung, hab wieder weitergedrückt. Diese Deppen verstehen kein Wort. Ich wette, das sind Einwanderer. So viele politische Gags heute, die keine Gags sind. Halt mal die Klappe, ich wollte nur sehen, ob er darauf reagiert. Aber jetzt kann ich mir sicher sein, dass es einer von diesen Irren ist. Krok, dein Zug. Chuchu. Kani Mani. Mit der A-Taste setzt du Kroks Nahkampfangriff Kratzer ein. Ist das wirklich A oder soll ich Enter drücken? Es wurde Inulukis Tastenpatch verwendet, also gehe ich mal davon aus, dass es wirklich A ist. Wenn ein Gegner nah genug ist, drücke die A-Taste, um Kratzer gegen deinen Feind zu verwenden. Bei einem erfolgreichen Treffer werden die Gegner zurückgeworfen. Solltest du deinen Gegner verfehlen, greifen sie dich an und Krok verliert KP. Mit der S-Taste setzt du Kroks Fernangriff die Aquaknarre ein. Mit Aquaknarre lassen sich Gegner von größerer Distanz treffen. Das impliziert schon der Begriff Fernangriff. Aquaknarre hat jedoch den Nachteil, dass getroffene Gegner nicht zurückgeworfen werden. Okay. Vorsicht, du kannst beide Attacken nicht beliebig schnell hintereinander einsetzen. Sie funktionieren jeweils nur, wenn die blaue AP-Leiste gefüllt ist, die du am oberen Bildschirmrand siehst. Deine aktuellen KP siehst du über der AP-Leiste oder im Menüpunkt Pokémon. Wenn die KP von Krok auf Null sinken, stirbt Krok und es heißt Game Over. Resident Evil. Drake, nun leg schon los, sonst kriegt er uns noch. Der Erzähler, der verdammte Erzähler, was meint er nur mit A und S? Ja, ja, Ruhe. Krok. Attacke. Das war Aquaknarre. Bam. Kann nicht weglaufen. Das ist schlecht. Hab auch nicht so viele Möglichkeiten zum Agieren hier. Die blaue Leiste hat mir nicht sonderlich gut gefallen, denn der graue Teil von der blauen Leiste sieht man, kann man nur sehr schlecht vom blauen differenzieren. Tja, das war's wohl. Wäre er nicht so dumm gewesen, ne? Gut gemacht, Krok. Wow. Aber jetzt lass uns schnell ins Haus, ja? Man kann Pokémon auch gegen Menschen einsetzen? Wow, mind blown. Ja, genau, wie er. Der ist tot und das passt geblowt. Wie du meinst, wenn du Schiss vor ein paar kranken Spinnern hast. Ich hab glücklicherweise mein Gatling, Kanimani. Puh, hier sind wir. Trautesheim, Glück allein. Ich hab ein paar Videospiele. Zocken?
Keine schlechte Bude, was? Das fetteste Geschenk zu meinem 19. Geburtstag. Ein Haus. Ganz nett. Nach einem stressigen Tag ist das der optimale Rückzugsort. Da bin ich vor ein paar Tagen nach Ducatia City gereist für eine kleine Musiksession mit dem Kollegen. Und dann dachte ich mir so auf dem Rückweg, yay, lass mal auf der MSN dich ein bisschen verwöhnen. Und dann kommt sowas bei raus. Negativ, positiv, böse, gut. Das ist dann wohl die Polizeisirene oben im Menü. Ich versuche mich mal mit ihm zu vereinbaren, denn wir brauchen in Zeiten von Zombie-Apokalypsen jede Hilfe, die wir bekommen können. Ja, wer hätte das gedacht? Scheiße passiert. Ja, denk ich mir auch. Ja, schönes Wetter, hm? Wie gesagt, wie gedacht. Drake hat in manchen Situationen die Möglichkeit, sich zwischen mehreren Optionen zu unterscheiden. Nein. Seine Entscheidungen beeinflussen seine Karma-Leiste. Ja, danke schön. Ich grübele schon länger, wie dieses verdammte Wort hieß. Mit gut und böse. Es hieß Karma, natürlich. Drakes Karma kann gut, neutral oder böse sein. Die Interaktionen mit anderen Überlebenden und der Handlungsverlauf passen sich an Drakes Karma an. Tja, dann werde ich mal das Radio anschmeißen. Mal sehen, was sie wegen dieser Sache berichten. Ich glaube, wir sind in Silent Hill. Senden Sie denn nichts aus Kanto? Ich krieg keinen Sender rein. Mal schauen, wie es mit dem Radiosendern aus Yoto aussieht. Hier. Ah, hier. Das habe ich gerade gesagt. Hier die Nachrichten. Wir berichten aus Ducatia City, wo sich seit geraumer Zeit eine schlimme Krankheit ausgebreitet hat. Diese Krankheit lässt Menschen und Pokémon zu mörderischen Kreaturen mutieren. Es wird empfohlen, jeden Kontakt zu den Infizierten so gut wie möglich zu vermeiden. Bekämpft diese also nur im äußersten Notfall. Darüber hinaus ist nun auch bekannt, dass sich die Infektion durch Bisse überträgt. Zum Glück beherrscht Kanimani nicht Biss. Ein Biss reicht schon aus. Oder kann man sich auch infizieren, wenn man denjenigen beißt? Oder nur, wenn derjenige einen beißt? Es wird um äußerste Vorsicht geboten. Wenn ihr das hört, dann passt bitte gut auf euch auf, ja? Seit wann duzen wir uns? Das war DJ Ben mit den Nachrichten live aus Ducatia City. Spielt die Sounds. This is DJ Ben. Und an alle, die diese Radioshow aus Ducatia City mithören, wir sind am Radioturm und dort ist es sicher. Wir haben hier Verpflegung und Schutz und geile Weiber. Also kommt zu uns in den Radioturm, sobald ihr die Gelegenheit dazu habt. In Ducatia City? Warte, in Ducatia City gibt's diese Krankheit schon seit einiger Zeit? Hast du nicht eben gemeint, dass du vor ein paar Tagen dort warst? Ja, aber da war noch nicht die Hölle ausgebrochen, wie dieser Radiomoderator erwähnt hat. Ich glaube, da waren nur ein paar seltsame Morde, von denen mir mein Kumpel erzählt hat. Es ist doch ganz normal, das ist Pokémon. Aber die Polizei hatte sich ja darum gekümmert. Von daher dachte ich, ich hoffe, meinem Kumpel in Ducatia City geht's gut. Aber jetzt sind diese Infizierten hier in Urania City. Hat eh nicht vor, lange zu bleiben. Und was jetzt, Drake? Irgendein Vorschlag? Das folgst du mich? Ich meine, oh, verdammt nochmal! Und mein nächstes Ziel ist, hier so schnell wie möglich zu verschwinden. Hä? Ich hab's. Diese Infizierten sind wohl jetzt nur in Urania City unterwegs. Urania City ist ein guter Knotenpunkt in Kanto, von wo man überall hinreisen kann. Wovon redest du? Wir verschwinden hier einfach aus der Stadt. Zusammen, als beste Kumpels. Überleg doch mal, wir haben viele Möglichkeiten, hier zu entkommen.
Wir könnten nach Saffronia City, durch den Tunnelpfad nach Azuria City, von der Route 11 nach Lavandia oder sogar durch die Dicta-Höhlen nach Vertania City. Na, die sind mir zu phalluslastig. Letzteres hört sich interessant an, weil phalluslastig. Dick das. Die klingt so. Dick. Oh, gut, also. Also was? Schaust du nach, welchen Pfad wir gehen können, um aus der Stadt zu verschwinden? Ja, wir können uns immer entwehren. Nee, Freundchen, so nicht. Du kommst schön mit. Was? Bist du irre? Sehe ich aus, als könnte ich mich verteidigen. Ich bin gerade mal froh, dass ich 70 Kilogramm auf der Waage schaffe. Was hat das mit irgendwas zu tun? Ich gehe da doch nicht raus. Komm schon, ich wieg nur 70. Hier ist gar nichts dran. Die haben gar nichts zu essen. Also, ich meine, ich habe uns ja auch hier in mein Haus in Sicherheit gebracht. Kannst du dich nicht einfach draußen schnell umschauen? Dauert bestimmt nicht lange. Ich warte auch hier, bis du zurückkommst. Na schön. Aber danach sauge ich dir das Blut aus. Wunderbar. Wunderbar. Falls du es vergessen hast, schau bei Route 6 nach, ob wir nach Saffronia City oder Azuria City können. Route 6, okay. Natürlich kannst du auch bei der Dicta-Höhle gucken, ob wir nach Vertania City gehen können. Oder ob wir über die Route 11 nach Lavandia gehen. Alles klar. Verdammt doch mal. Und hey, pass auf dich auf, Drake. Keine Sorge, mit mir und Croc kann es keiner aufnehmen. Denn wir sind Braften. So. Und weil wir die Braften sind, würde ich sagen, reicht es auch erstmal von dieser Episode. Sollte euch das gefallen haben. Mir hat das hier übrigens bislang schon ziemlich gefallen. Dann schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos. Da bin ich übrigens auch dabei. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal.